Ich bin doch schon mal mit einem. Mal gucken, was das war. Ach komm, lass uns das schnell bauen. Also, nicht das Salamander, sondern den Heavy Command. So, damit kann man ja relativ gut die Leute vertüdeln. So, wir haben auch mittlerweile ein Heat Shield, was da drunter passt. Das ist doch schön. So, und wir brauchen dafür ein paar Fallschirme, damit wir nicht alle ganz fürchterlich sterben, wenn wir zurückkommen. Und ich würde mal sagen, 4 Stück kann man bei 8 Tonnen schon mal ansetzen. Ja, das ist natürlich jetzt genau über die Fenster, ne? Die Fenster so frei? Durch welche Mod bekommt man den Pod? Ich glaube Near Future Spacecraft. Wir hatten die Diskussion schon mal gestern. Ich habe es höflich verdrängt, die Antwort darauf. Aber ich glaube, die Antwort war Near Future Spacecraft, wenn mich nicht alles täuscht. So, lass mich mal kurz gucken. Ilk, ilk, ilk. Wir machen einen Fallschirm. Es sind aber auch Stellen, wo der snappt. Zack. Und hier. So, das müsste eigentlich ganz gut funktionieren. Sehr schön. Was kann man da oben Schönes ranmachen? Mit Shift snappt's feiner. Warte mal. Auch schön. So, ich finde aber trotzdem hoch. Die Seitengeschichte ganz gut. So. Genau, dann haben wir 4 davon. So, Ablator reduzieren, ja, können wir gleich noch machen. Ist aber nicht unser Hauptgewichtsproblem. Also, wie ihr seht. Entschuldigung, Force Percent. Ich bin auch. Wie ihr seht, ja, ist, okay, ist ein bisschen was ist es, aber ich denke mal, mit 27 werden wir da auch locker klarkommen. So, obendrauf eine Kuppler. Das ist eigentlich eine schöne Idee, so zum Gucken. Mal gucken, wie die da optisch zu passt. Also wir könnten die hier nehmen. Die spricht mich persönlich jetzt nicht so komplett an. Wir gucken mal, ob es die Live-Support-Kuppler, wir wollen die Viewing-Kuppler, ob die... die ist ein bisschen klein, ne? Entschuldigung, was ist das? Eine Kuppler für Ameisen? Warum macht ihr denn da so eine winzige Kuppler drauf? Busstopper, vielen lieben Dank für dein Follow und herzlich willkommen bei den Kommunauten. Und dir natürlich ganz viel Spaß beim Zugucken. Ja, dann haben wir nur diese Kuppler, die größentechnisch passt. Tut mir leid. Ist nicht besonders schön. Aber jetzt müssen wir nur mal gucken, wie sich der Schwerpunkt dadurch verschiebt. Naja, nicht signifikant. Ein bisschen schon, aber. Haben wir einen flachen Kappler? Nö. Bisschen versenken. Ich glaube nicht, dass das gut aussieht, aber ja, wir können es mal probieren, ob man sie sinnvoll versenkt bekommt. Ich befürchte, dass das aber auch die Türen verdeckt. Achso, die Wessel- und Ressourcen-Anzeige ist leider verdeckt. Das stimmt, das ist die einzige Stelle, wo die Leiste mal irgendwo drüber liegt. Nee, also das ist. Ah, schwierig. 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 Ja, aber auf der rechten Seite sind im Spiel dann, wenn ich fliege, wiederum nicht ganz so unnütze Sachen.
Deshalb, irgendeine Stelle gibt es leider immer. So, ja, entweder leben wir damit, dass es optisch nicht so der Superbringer ist. Oh, wartet mal, ich glaube, ich hab's. Ich glaube, ich habe gefunden, was ich tun möchte. Guck mal, so sieht das doch direkt. Huch, direkt schöner aus. So. Ha! Sehr schön. Guck mal. So. So wird doch ein Schuh draus. Ich nehme einfach so einen Colonization Adapter. Und dann haben wir sogar noch Leitern, dass man sich außen festhalten kann. Also optisch ist das auf jeden Fall besser. Und jetzt hätten wir noch die Alternative visuell dazu. Könnte man sagen, man nimmt diese Observation Cupola. Also das wäre die Runde. Aber mir gefällt ehrlich gesagt die eckige ein bisschen besser, muss ich sagen. Ich mag diese Tür da drin nicht, oder? Echt? Finde ich das gut? Also ich würde lieber mal gucken, was passiert, wenn man die hier ein bisschen versenkt. Das wären eigentlich so die Alternativen dazu. Ich finde das ja ehrlich gesagt ein bisschen schöner. Also mich spricht die eckige Cupola einfach mehr an, muss ich sagen. So. Oder? Eigentlich ist es doch das. Schwupp. So. Minmus Turi. Boat. Boat. So. Sehr schön. Haben wir das ja schon mal geklärt. Sieht aus wie ein UFO. Schön. Ich mag UFOs. Jetzt bauen wir mal den Turi-Kreuzer hier fertig. Also, das müssen wir jetzt natürlich wohl oder übel ein bisschen hochskalieren, weil wegen große Maschine und so. Gut, Turi-Boot. Rundumleuchte drauf. Ihr übertreibt mit den Rundumleuchten ein wenig, habe ich so das Gefühl. Also alles wird jetzt ein bisschen größer, aber das ist ja gar nicht schlimm, denn wir fliegen nur nach Minmus. Für die Upper Stage sollte das theoretisch sogar 4,95 Thrust Weight. So, also das wäre unsere Landeeinheit. Die müssen wir jetzt natürlich noch mit einer ordentlichen Landemöglichkeit versehen. So, oder alternativ könnten wir natürlich auch mit den Dingern hier arbeiten. Aber ich glaube, die gingen nicht weit genug runter im Ausklappen. Ja, das war dieses extrem knappe. Nee, nee. Wir nehmen ganz. Oh, wartet, ich habe schon. Ah, ich habe schon die White Landing Legs. Hervorragend. Das ist natürlich größtmögliche Sicherheit kombiniert mit größtmöglichem Luxus. Ja, jetzt muss ich nur noch mal gucken, ob das tatsächlich auch so ist. Boah, nee, ist es nicht. Verdammt! Verdammt, verdammt. So. So, sieht das aber vernünftig aus. Jawohl. Cool. So passt das doch. Weil die Dinger können ruhig ein bisschen überstehen. Denn ihr Befestigungspunkt ist ja hier und hier. Das macht ja durchaus Sinn, was die da tun. So. Retract Stabilizer. Retrakt, Retrakt, all the things. Wobei ich fast überlege, ob ich nicht einfach die Stockparts nehme, ganz ehrlich. Die sind wahrscheinlich am problemfreisten bei der Bodenfreiheit, die wir brauchen. Und bei 4 Stück sind die auch stabil genug, dass wir keine Rumwackelprobleme bekommen.
Hoppla, das ist ein bisschen asymmetrisch. Zwupp. Retracted. Fertig. So, dann haben wir nämlich eine schöne, saubere, ordentliche Kapsel. So, jetzt lass mich mal überlegen. Minmus Turiboot. So, da packen wir unsere ganzen Vögel rein. Jetzt brauchen wir einmal einen Decoupler. Huch. Einen Decoupler. Das Ganze packen wir dann direkt in ein Fairing. Ach, Supplies. Ja, Supplies kommen gleich noch. Strom ist mir auch gerade aufgefallen. Na, danke für den Hinweis. Strom ist mir aufgefallen, aber Supplies ist auch ein völlig valider Hinweis. Völlig valide. Ja, ich nehme nämlich nicht an, dass die Kapsel welche hat. Nein, hat sie nicht. Bei der Anzahl Kürbels, die futtern, das können wir ganz einfach überprüfen. Also, zack, 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 zack. Wir brauchen nachher dann einen Piloten. Hier dargestellt durch Bill als Ingenieur. Dann unsere zwei Touris und die zwei Touris, die hoffentlich dafür sorgen, dass die Mission erfüllt wird. So, dann haben wir einen Nahrungsmittelverbrauch von. Oh ja, Habitation könnte natürlich auch ein Thema sein. Elf Tage, 3 Stunden. Supplies für 29 Tage. Zack. So, dann haben wir 59 Tage, also knapp 60 Tage Supplies. Das reicht mir persönlich. So. Das lasse ich aus rein optischen Gründen mal drinnen verschwinden. So. Gut, jetzt müssen wir mal gucken. Das gibt uns einen Kerbal Mumph Habitation nochmal dazu. Ich überlege gerade, ob wir irgendwie den Jungs und Mädels noch den Tag ein wenig versüßen können. Mit Habitation, also auf eine sinnvolle Art und Weise. Rover, du hast doch so. Warte mal, habe ich es da nicht schon gesehen? Mini Habitation Module. 10 months of Habitation at full occupancy. Carried by the Kerbal. Kann man so rumtragen? Kann Habitation. Cool. Muss man jetzt nur noch irgendwie anbauen. Aufblasbare Wohndinger. Also hübsch ist es halt nicht. Aber. Finde ich ehrlich gesagt gar nicht so. So schlecht. Ja, ein Dockingport hatte ich auch schon überlegt, ob man jetzt hier irgendwie in die Richtung geht. Vor allen Dingen können die durch den Dockingport auch durchkrauchen. Kurzer
kurzer Redesign-Status hier. Ich nehme mal die Fallschirme rüber, doch neben die Türen. Zack. So. Dann könnten wir hier nämlich sagen, wir nehmen zwei so Docking-Ports als Anschlussstellen. Dann können wir das nämlich vor dem Wiedereintritt auch hinfortblasen. So, und dann drehen, 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 drehen. So. Nicht so drehen, auch nicht so drehen. Manneken nach oben drehen. Zack. Emergency Shelter. Ja gut, schön ist anders. Deploy. Ach Freunde, designtechnisch. Ja, die Fallschirme sind nicht symmetrisch, das stimmt. Designtechnisch. Nee. Ist nix. Also die Dinger sind halt leider einfach echt hässlich. Das kann ich nicht tun an einem Touri-Schiff. Das kann ich einfach nicht tun. Aber ich kann bestimmt irgendwas anderes tun. Life Support, Cupolas. Jo. Das wird halt immer schwerer, ne? Aber wir könnten hier unten Cupolas anbauen. Das werden wir nicht mit in die Landung nehmen. So. Habitation. Ja, er rechnet aber auch einfach nicht die Habitation mit, ne? Das heißt, wir haben gar nicht 17 Tage, wir haben schon etwas mehr. Wir haben schon etwas mehr. Jetzt ist natürlich die Frage, wie viel mehr haben wir durch die Cupola oben? Weil ich habe jetzt hier auch keine. Doch, ah, da passiert was. Okay, aber so wenig. Das ist auch eh zu wenig. Also das ist nicht die Antwort. Ich brauche jetzt. Das sind die Habitation Modifier. Ich brauche jetzt aber irgendwas mit Habitation. So. Ich brauche irgendwas, wo die drin leben können, solange sie unterwegs sind. Pa-da-da-da-da. Ich überlege tatsächlich, ob nicht der kleine Crew Capacity. Eine Option wäre so, mal ganz kurz das ausblenden. Ah, das Vierer-Kernmodul, ich überlege fast, das ist mir fast zu groß. Ich brauche ja nicht so viel. Oh, aber das hier hat keine Habitation, richtig? Shit. Ich hatte natürlich gehofft, dass der gute alte Service-Container irgendwie uns ein wenig was bietet. Tut er aber nicht. Schade. Ja, dann läuft es tatsächlich auf den Hitchhiker hinaus, was natürlich die Masse nochmal um 2,5 Tonnen erhöhen würde. Nee, sogar um mehr, weil ich den groß skalieren muss. Ah, Mist. Ich bin natürlich auf der großen Skalierung unterwegs. 5 Leute, richtig? Obendrauf unter die Kuppel. Naja, es wird halt immer schwerer. Ich will mit dem Ding ja auch wieder eintreten können. Das ist es halt. Also ich würde schon gerne auch irgendwie zurückkommen. Ich habe die Antwort noch nicht. Ich habe die Antwort noch nicht, wie ich die in das Boot reinstecke. Ah, wisst ihr was? Wir fliegen den einfach tatsächlich in
der Dreier-Variante. So, also so wie der Auftrag ursprünglich auch gedacht ist. Dann muss ich mir nämlich nicht ganz so viel im Kopf machen. So, pass mal auf. Salamander Command Pod. So. Dann, das reduziert unsere Probleme so weit. Das ist einfach sinnvoll, das zu tun. Und dann können wir auch ein bisschen schöner mit der Größenskalierung arbeiten. Zack, zack. Zack. Da macht auch keinen Short. Den würde ich hier auch wieder versenken wollen. Irgendwas zum Absprengen. Ja, nee. Schon fest. Das finde ich nämlich eigentlich gar nicht. So haben wir nämlich auch die drei Sitzplätze. So, jetzt müssen wir noch gucken, dass die Höhe optisch funktioniert. Treibstofftank mit C4. Ich denke, das werden wir nicht tun. So, so sieht das doch fast wie aus einem Guss aus. Na, noch nicht ganz. Was, der Sitz oben zählt nicht zur Erfüllung des Vertrags? Wieso nicht? Ist doch ein Sitz. Seat is seat. Tranquility Base here. The Eagle has landed. Klims, vielen lieben Dank für deine Subscription. 5 Monate auch schon fast ein halbes Jahr. Nicht schlecht. Nicht schlecht. So. Dann können wir jetzt nämlich auf dieser Skalierung. Okay, hast du gestern selbst ausprobiert? Dann ist das aber nicht so wild. Denn ich hätte jetzt eh noch. Habitation-mäßig haben wir ja ein klitzekleines Problem. Hier passt jetzt von der Skalierung aber. Was? Was? Shadowfire. Was habe ich gesagt? Ich habe Klims gesagt, oder? Habe ich Klims gesagt? Ich meinte Shadowfire. Was ist davor? Das kommt davon, wenn man nicht ordentlich liest. So, macht es halt wieder so groß, ne? Echt keine schönen Bauteile, um die Habitation ordentlich hochzuziehen. Also, es gibt halt riesengroß und es gibt keine Habitation. Dazwischen gibt es nicht so viel. Also, Cherofire, dir natürlich ganz vielen lieben Dank für dein Abo nach 5 Monaten. Sorry, da kurz eine Synapse kaputt gewesen. Den kann man noch verkleinern. Ja, verkleinern schon, aber das wird dann auch wieder zu klein. Open, don't save. Wo ist denn mein? Ich habe es doch eben gespeichert gehabt, oder? Das Minmus-Turi-Boot. Minmus. Bindestrich. Nicht. Warum ist es nicht da? Min-Moon-Tourist. Warum ist denn das jetzt weg? Load. Scheinbar habe ich es nicht gespeichert. Ich bin mir noch nicht sicher. Das ist noch nicht so, wo ich hin will damit. Ich überlege gerade, wo. Oh, was ist denn jetzt hier los? Warum geht denn jetzt gar nichts mehr? Achso, weil ich das mal offen habe. So. Minmus-Pendler V2. Warum nicht den? Warum nicht den? Weil der nicht wieder eintreten kann. Genau. Ja, okay.
Wie kriegen wir fünf Leute in einem Wiedereintritt sauber zurück und nach Minmus angelandet? Mit der Technologie, warte mal, mit der Technologie, die uns zur Verfügung steht, ich könnte natürlich nochmal gucken, ob wir nicht was kaufen können, was uns diese Frage beantwortet. Ich habe da ja 378 Science Points. Das heißt, ich kann hier in der Kategorie ein wenig gucken. Das sind natürlich alles Kategorien, die mich nicht besonders weiterbringen. Leider. Hier vielleicht. Ein riesiges Space Shuttle Cockpit. Das hat aber auch keinerlei, ne, Habitation und auch nur vier Plätze. Okay, schade eigentlich. Passenger Module hat leider auch keine. Leider auch keine Module dran. Okay, also. Schade, dass er diese erste Variante nicht sauber gespeichert hat. Aber da. Die ist halt so fürchterlich überdimensioniert, ne? Ist halt so fürchterlich, fürchterlich überdimensioniert. Also. Zack. 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 So, dann hatten wir schon mal den Part auch geklärt mit. Warte. Colonization. Zack. Zack. So weit, so schlecht. Was bringt die große Cupola an Habitation? Das können wir mal nochmal gucken. Also. Zack, 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 zack. Turis rein. Elf Tage. Nehmen wir stattdessen die große Cupola mit. Also du meinst sicherlich die Heslund-Cupola. 17 Tage, 11 Tage. Also ja, ist ein bisschen besser. 17 Tage ist aber immer noch nach Minmus reichlich knapp. Reichlich, reichlich knapp. Ich glaube, ich hab's. Ich glaube, ich hab's. Nee, ich will nicht einfach alles mit Cupolas vollklatschen, weil ich müsste echt viele Cupolas mitnehmen, um das hochzupuschen, weil was mir fehlt, ist ein, ich sag mal, ein Living Space, also irgendwas. So, da passen jetzt rein. Wie viele Leute passen in diesen Riesenpott? Sechs. So, okay. Minmus-Tourist. Mit einer Sechser Kapazität. So, ich meine, der Vertrag gibt uns eine halbe Million. Da können wir auch ein bisschen Geld für ausgeben. Und wenn es viel wiegt, kriegen wir auch Dinge zurück. Ah, okay, man muss es selber nochmal bauen. So. Uns hält doch keiner auf, ein entsprechendes Modul für die Reise einfach mitzunehmen. So. Aber, also worum es mir halt geht, ich möchte das Ding wieder eintrittsfähig haben. Das heißt, ich möchte, dass dieses Teil hier loslassen kann, wie auch immer ihr das formulieren möchtet. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Aber
unten sauber und wieder Eintritt fliegt. Aber ich möchte halt nicht draußen ungefähr 5 Millionen Cupolas an die Tanks klatschen, einfach weil es Schwachsinn ist. Und so habe ich auch den Connected Living Space erfüllt. Das heißt, ich kann einen Kerbal tatsächlich umsteigen lassen von hier nach hier mit den Touris, um regelkonform meine Kerbals mit Habitation zu versorgen und regelkonform meine Kerbals ein- und aus- und umsteigen zu lassen. Und einfach weil es cool ist, auch noch ihnen ein wenig Entertainment anbieten. Colonization. Und am Ende soll es natürlich auch noch halbwegs nach was aussehen. Das ist ja die Idee dahinter. Das ist ja hier schließlich gerade ein Touristikausflug. Und so ein Tourist hat ja gewisse Erwartungshaltungen. Ich meine, jeder von denen hat dann. Gut, wir fliegen jetzt mit Vieren, weil ich zu doof bin, Verträge ordentlich anzunehmen, aber. Oder ordentlich umzueditieren. So. Zack. Sehr schön. Gut. Gut, gut, gut. So, das ist jetzt erstmal der Initialentwurf. Dann machen wir hier zwei Lampen ran. Man kann Touristenmissionen nicht mit einem Probe Core abschließen. Es muss immer ein Pilot anwesend sein. Also in den Touristenverträgen steht das aber mit drin. Da steht immer, have at least one pilot at board oder irgendwie sowas. So. Und jetzt, bevor ihr denkt, so, ja, schön teuer und Dings, den Teil hier oben würde ich jetzt so ausstatten, dass man den potenziell im Orbit zurücklassen könnte. Also im Prinzip jetzt irgendwie einfach so abkoppeln kann. Dann könnten wir nämlich, wenn die nächste Mission startet, ohne dieses Modul starten, uns das im Orbit ankoppeln, weil die Habitation, um da jetzt erstmal hinzukommen, die haben wir. Das ist ja überhaupt kein Stress. Fliegen dahin und ja, koppeln uns an das Teil einmal kurz an und nehmen das dann wieder auf die nächste Reise mit. Das würde halt vieles vereinfachen in meinem Kopf. Mal gucken, vielleicht vereinfacht das Sachen in meinem Kopf. So, jetzt hätten wir auf jeden Fall mehr als genug Habitation. Das heißt, wir müssen noch ein bisschen für Essen sorgen. Essen, Essen, Essen in Größe. Ich weiß es gar nicht. Muss man da so viel mitnehmen? Ist das passierbar? Die sind nicht passierbar, die Dinger, ne? Was? Kiss an die Seite, Dockingpots rein und Sunflowers. Ach so, wegen der Basis, ja. Jetzt habe ich es auch verstanden. So. So, da drin ist ja Platz. Ich schiebe das jetzt nur nach innen, dass sie da drin ihr Essen haben. So, da haben wir 44 Tage. Das ist auch erstmal für die meisten touristischen Ausflüge völlig ausreichend. So, wir haben keine Türen zugekleistert damit. Nee. Zack. Warum kein runder Essenstank? Weil ich. Die haben kein. Kein, wie heißt das? Kein Parts-Dingsbums. Kein Parts, kein Connected Living Space Gedöns. Also ich kann da nicht durch.
Und wenn ich da nicht durch kann, kann ich nicht umsteigen. Ich möchte das ja schon funktional bauen. Also ich könnte das jetzt natürlich. Unter die Cupola bauen, weil die Cupola auch funktioniert und ich da eigentlich gar nicht einsteigen muss. Und bisher ist der Part-Count überschaubar. Ich habe jetzt 23 Parts, das könnt ihr zwar nicht sehen, aber das steht hier. Genau. So. Bis oben begrenzt das doch die Cupola. Das verstehe ich nicht. Du willst jetzt nicht einen Essenstank auf die designte Cupola drauf packen. So, das wäre ja fürchterlich. Gut, dann last but not least würde ich dann noch sagen, können wir irgendwo noch. Warum ist dieser Schriftzug asymmetrisch drauf? Das macht mich echt fertig, ne? Das macht mich echt fertig und auch ein bisschen traurig. Genau, Strom brauchen wir noch. Da können wir natürlich mal ein bisschen die Asymmetrie ausschalten. Indem wir einfach sagen, wir mauern da. Zack. Zack. Wir mauern da zwei Solarpaneele drüber. Also entweder machen wir es einfach so, dass wir hinten an die gegenüberliegende Wand eingelassene Solarpaneele bauen. Nehmen wir halt Strom in eine Richtung. Ich hatte auch schon überlegt, hier Solarpanels drauf zu packen, aber die würden natürlich wieder die Sicht der Touristen einschränken. So wäre es einfach, man kann sich so hindrehen. Und hier kommt natürlich noch Solar für das Raumschiff ran. Also ich würde hier unten gleich Solarpaneele noch bauen, die sich mittracken. Das ist tatsächlich einfach nur zum Gucken. Also dass man da quasi noch eine passive Stromerzeugung oben dran hat. Also ich weiß auch gar nicht, ob das nötig wäre zwingend, aber. Hey. Gut. Hier sind zwei Türen, ne? Ja. Okay, dann kommen wir zu Fallschirmen. Also ich arbeite mich jetzt wieder nach unten vor. Zwei Fallschirme, sage ich. Und zwar. Hier so. Solarpaneele auf die Essenstanks. Ja, aber dann muss ich die kleinen nehmen. Das sind dann nochmal so viele Parts, oder meintet ihr jetzt die großen Dinger? Weiß ich nicht, ob das aussieht. Zack. Nee, das geht nicht so besonders gut. Wir machen das gleich noch anders. Eigentlich braucht das Ding auch keinen Strom, keinen echten Strom. Zumindest. Zack, zack. Dann. Blanket-Antenne, Solar-Arrays, ba-ba-ba-ba-ba. Nö, ich denke mal, wir nehmen im Moment zumindest noch die ganz normalen Teile. Setzen die da auf. Jawohl. So. Das. Gut, das müsste eigentlich auch genug Strom erzeugen für unsere
für unsere Bedürfnisse. So, jetzt müssen wir mal ganz kurz gucken, ob... Listen, Tranquility Base here. The Eagle has landed. Chewie Air Force, vielen lieben Dank für deine Abo-Verlängerung. 4 Monate auch schon. Ja, weiterhin ganz viel Spaß und freut mich, dass auch dir es so weit gefällt, dass du auch nach dem 4. Monat noch sagst, ja, da lasse ich ein Abo da. So, jetzt gucken wir einmal, ob das Zusatzgewicht zu nennenswerten Problemen führt. Nö, wir haben immer noch eine 4 irgendwas Trust Weight damit. Und immer noch 2000 Delta V. Das sieht gut aus. Das heißt, wir bleiben auch bei den normalen Landebeinchen. So. Licht haben wir oben schon. Das müssen wir noch Auto-Strutten gegen das Root-Part, damit die zueinander stabil sind. Sehr schön. So, dann kann man damit erstmal... Die Kapsel sieht echt groß im Verhältnis zum Triebwerk aus. Ja. So. Sehr schön. Dann haben wir das. Erstmal erledigt. So, dann kommt ein Coupler und dann stehen wir wieder da, wo wir vorhin waren. Und ein Fairing für später. Zack. So, jetzt gehen wir es nochmal durch. Wir haben 44 Tage Supplies. Wir haben, ja, eine Batterie könnte man jetzt natürlich noch drüber diskutieren, ob man noch irgendwo eine Batterie mitnimmt. 156 Tage Habitation. Alles gut. Also, ich denke, damit kommen wir locker nach Minmus und zurück. Reichen uns 2 Solarpanels? Ich denke schon. Habitation verbraucht echt wenig Strom. Und ansonsten haben wir eigentlich, ich glaube, ist hier ein Life Support Recycler drin? Ja, gut. Der braucht einen, also 1 Strom pro Sekunde, der Life Support Recycler. Und dieses komische Habitation-Zeug braucht, ich glaube, eher im Minutenbereich. Einen halben Strom pro Sekunde. Das sind 1,5 und unsere Solarpaneele erzeugen in einem guten Moment bei 100% Abdeckung 1,6 pro Sekunde. Ja, also ist nicht so krass überdimensioniert, aber es ist halt auch nicht besonders knapp. Gut. Ich brauche noch Kontrolle. Genau. Kontrolle brauche ich noch. Und zwar... Passt das hier? Ja. Zack. Wir nehmen uns noch RCS-Dinger mit. Hat das Ding RCS drin? Ja. Oh, 120 Monopropellant. Abgefahren. Abgefahrener Scheiß. So. Warte mal, das macht anders mehr Sinn mit einer anderen Symmetrie. Damit wird es auf jeden Fall gleichmäßiger, wenn ich das so mache. Zack. Ah, da guckt was vor. So. Gehen die hier drüben auch noch ran. Zack, so. Aktuationstoggles erstmal aus. Die müssten ja dann immer zueinander synchron sein. Jawohl. Und hier auch die Aktuationstoggles aus, damit ich in Ruhe arbeiten kann. Sehr schön. Okay. Denken, denken, denken. Zack. Jetzt müssen wir noch
Ist das bei Container? Ja. Ich glaube, wir nehmen gleich die großen mit.